So, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum nächsten Tagebucheintrag. Bevor wir aber auf die Matches wieder eingehen, möchte ich euch eine Sache kurz, ich will nicht sagen beibringen, aber über eine Sache zumindest kurz reden. Ist ein Skill, den man nicht so super gut umschreiben kann und für den es keine feste Regel gibt, der trotzdem ein Skill ist, den nicht so viele Spieler haben, den man auch im Solo-Queue vielleicht nicht unbedingt lernt. Und ich will einfach mal mit euch durchgehen hier, wie man mit einem Gank umgeht. Wie geht man mit dem Gank um von einem Jungler? Weil daran, das merke ich auch immer wieder, wenn ich Solo-Queue spiele, da strugglen einfach sehr viele Spieler mit, weil es auch sehr viel Erfahrung voraussetzt. Aber ich tue euch trotzdem mal so ein paar Grundelemente mitteilen. Also, wir sehen hier Miss Fortune Game, der gute alte Bierbursche, ne, ist an meiner Seite. Könnt gleich noch gerne über Draft reden, wenn ihr wollt. Wir spielen also diese Lane. Warum walke ich jetzt hier nicht ab? Beziehungsweise, die Frage, die man sich stellen muss, ist hier, darf ich hier die Minions hitten oder nicht? Und ich weiß ja, dass Ivan around Botside ist, most likely. Wir haben aber eben halt auch ein Ward hier. So, Blitzchen hittet, den Hook aus dem Leben. Das ist erstmal irrelevant. Ich hätte niemals gerade, dass er rauskommt. Aber soweit so gut. Klasse. Also, dieses Ward hier ist wichtig. Wann stellt man das Ward? Am besten, nachdem man die Wave reingepusht hat in den Tower. Oder man spielt Wave, also je nachdem, ob man eine gesteckte Wave hat oder Waves einzeln spielt, zwischen den Waves einmal kurz ein Ward setzen, dann verliert er auch nichts an XP oder Gold. So, jetzt weiß ich die Position des Enemy Junglers. Wenn ich die vorher schon genauer weiß, beziehungsweise wenn ich weiß, dass er im River ist, muss dann das Farming ein bisschen anpassen, dann kann ich hier nicht abwarpen. Das heißt, die gegnerische Lane chillt hier. Grüße übrigens an dich, Geon. Er hatte vorher geschrieben, dass er den letzten einen Tagebucheintrag gesehen hat. Hat sofort gut umgesetzt, ne? Senna mit dem Support-Item wird er spielen hier. Sehr, sehr stark. Und jetzt muss man sich halt fragen, was macht man jetzt mit der Information, dass der Jungler im River ist? Und was wir checken sollten als Duo-Lane ist, solange diese beiden sich hier zeigen, ist Ivan an den Camps. Geht er jetzt zu den Camps, hört er vielleicht noch einen Smite ab, will er da was contesten? Das ist jetzt die Aufgabe, das habe ich jetzt vor. Ich will aber auch nicht in den Ivan unbedingt Face checken, denn Blitzing und Senna bringen sich in eine Position, wo sie easy dazulaufen könnten, wenn mich Ivan hier CC't und rootet. Bedeutet, wenn die Pflanze hier ab ist, geil, ich gucke nach, ist also nicht an den Camps, zumindest jetzt noch nicht. Und hier macht aus meiner Sicht die gegnerische Botlane den Fehler und sagt, sie hardpushen diese Lane. Und hier könnte man auch ein bisschen damit spielen, dass man einfach sagt, yo, wir haben jetzt gerade Kontrolle, die im F traut sich nicht ranzugehen. Und wir extenden jetzt unseren Lead, in Anführungsstrichen, indem wir diese Lane nicht hart pushen. Stattdessen werden aber hier Minions geshared, sehr früh auch. Das spielt auch eine Rolle. Und die ganze Zeit wird auto-attacked. Das heißt, die eigene Wave pusht schneller rein. Finde ich persönlich nicht so gut, weil man löst diese Situation, wo wir nicht wissen, wo der Jungler ist und die ziemlich bedrohlich für uns ist, sofort auf. Nimmt unabhängig davon, also ganz ein beiläufiger Effekt ist, dass das Stresslevel natürlich sinkt. Unabhängig davon, davon haben die keine gute Base. Blitzwing hat keinen Roam-Timer. Und außer ein bisschen Tempo, das sie nicht nutzen können, haben sie eigentlich nichts davon. Ich kriege hier sogar die nächste Wave noch rausgepusht. Und der Effekt, dass Ivan jetzt unten war, ist eigentlich fast bei null. Ich habe kaum was verloren. Und der gute alte Bierbursche hat halt seinen Flash verloren. Hätte er 2v2 vielleicht aber sowieso in der Position, in der er war. Okay, Leute, Situation Nummer 2. Diesmal reden wir nicht davon, wie man einen Gank ausweicht, beziehungsweise mit einem Gank umgeht, sondern jetzt lernen wir, ich habe da nicht gut gelernt, aber nach 10 Minuten sei es mir vergeben, wie man damit umgeht, wenn der Supporter, und das wird euch ja super oft passieren, ganz, ganz wichtig, speziell in der Season, also gut zuhören, wie ihr damit umgeht, wenn euer Supporter für diese absolut useless Teile swappt. Diese Teile sind in den Köpfen der Spieler weit hoch zu overrated. Also es ist insane, wie overrated diese Teile sind. Dieses Teil ist nur dann gut, wenn du einen harten Split-Push-Vorteil hast. Ansonsten fühlt es sich ganz nett an, aber es ist nicht so, als müsste Support und Jungle immer dafür moven. Und ich sehe es in 99%. Ich habe heute, zeige ich euch gleich noch, ein Lucian-Game gehabt, wo meine Nami sagt, na, Nami, Lucian spiele ich jetzt nicht weiter. Ich gehe jetzt hier schön für diese Grubs. Mindblowing. Mindblowing overrated. Macht den Fehler nicht. Ihr könnt so viele ADC Botlane catchen. I swear. Blitzcrank ist auch kein Grub-Enjoyer. Und die Gegner kriegen einen Freeze hier. Freeze bedeutet, wenn die Gegner es richtig anstellen, XP und Goldloss für mich. Ne? Ziemlich entscheidend. So. Was mache ich? Ich sehe, die Gegner haben Überzahlsituationen. Hier oben sollte natürlich niemals jemand sterben von den Gegnern. Weil man einfach komplett out of position. Absolut bad. Und baitet damit auch noch die anderen rein.
Das hat damit zu tun, dass wir einfach, und das muss ich hier einfach sagen, ich bin Master 50 LP. Und das ist piss low Elo. Dass hier oben ein Fight passiert, obwohl die Gegner genau wissen, dass wir Überzahl haben, ist lächerlich schlecht. Man kann einfach zählen, wie viele Champions da sind, und dann nimmt man den Fight nicht. Vor allem nicht, wenn man Supportive Champion ist wie Ivan, mit zwei Champs, die skalieren müssen. Ich weiß, ich kann zählen. Und ich nehme den Fight hier nicht. Das heißt, ich würde hier gerne Hilfe haben. Ich fände es cool, wenn hier oben der Play schnell beendet wird. Wenn hier oben der Play schnell beendet wird. Damit nämlich Ivan im besten in Verbindung ist mit dem Jungler schnell runterkommt. Ich versuche in Range zu bleiben. Für XP. Den Last Hit werde ich nie holen können. Und ich brauche auch nicht versuchen zu ulten. Okay? Aber das ist quasi meine Mission. Zu dem Zeitpunkt weiß ich schon, Blitzwing hat keinen Flash mehr. Ich werde gleich trotzdem einen Fehler machen. Also hätte ich mir vielleicht selbst auch diesen Tagebucheintrag machen lassen sollen. Aber ihr seht schon, Keon macht alles richtig hier in der Situation. Stark gespielt. Er steppt so weit davon, dass ich nicht mal mehr ein Auto in XP-Range laufen kann. Ne? Das heißt, er ist in XP einfach vorne. Und bekommt das Gold trotzdem. Sehr solide, sehr stark gespielt. Und hier mache ich den Fehler und chat so ein bisschen den Senna-Q slow. Ich werde über die Wall gequeued. Lauf sogar noch rein, kriege sogar noch Autotick ab. Nicht so cool. Und dann sehe ich zum Glück. Da kann ich zum Glück in Time flashen. Verliere beide meine Sums und trade die gegen den Senna Flash. Bei Blitzwing wusste ich vorher, er hat keinen Flash. Und das ist jetzt die Situation. Und jetzt werde ich tatsächlich direkt dafür belohnt. Wir wussten nicht, glaube ich nicht, dass Ivan around ist. Kann man auch darüber reden, dass das hier für ein absolut kranker, schlechter Play ist, als Jungler für den Drake zu gehen, wenn du diesen Wave State hast. Das kann ich auch. Geht auf, also kann ich gar nicht beschreiben, möchte ich auch gar nicht drüber reden, weil ich diese Person einfach nur zu Tode flamen möchte. Wenn du als Ivan den Drake Solo startest, wenn der Lane State so und so ist, dass er eine Wave annimmt und hier unten ein Freeze ist. Boom! Mindblowing. Also hier das, wenn ihr Jungler seid, schämt euch. Oder schämt euch nicht, aber achtet ein bisschen auf eure Mitspieler. Auf jeden Fall werden wir direkt belohnt, denn jetzt ist der Hook raus und die Senna hat keinen Flash mehr. Und Marokka MF, und das werden wir gleich sehen, haben eine wundervolle Synergie. Der Marokka kann nicht versuchen, die aus meiner MF-Ult rauszuknocken mit einem Q. Nein, Spaß. Gut gelöst hier. Wir kriegen noch als Sicherheit sogar noch den Midlane-TP. Das ist ja sehr cool. Aber ich werde quasi direkt belohnt. Ich habe einfach die Füße still gehalten, habe 1 Minute lang, 1,5 Minuten lang nichts gemacht. Hab fairerweise danach einen Fehler gemacht mit dem Flash, aber selbst dafür wurde ich belohnt, weil nämlich die Senna auch keinen Flash mehr hatte und dann von uns for free engaged werden konnte. Also hier habe ich auf der einen Seite gut gespielt, auf der anderen Seite Glück gehabt. So Leute, Situation Nummer 3 hat mit den ersten beiden Themen überhaupt nichts zu tun. Einfach eine schöne Kombination aus Marokka MF und auch der Aufruf, denkt darüber nach, was eure Champions im Kontext zu den anderen Champs können. Ist an dem Punkt das Game übel over. Senna ist der einzige starke Champion, den die Gegner noch haben. Die anderen haben nicht gescaled. Die haben zu viele Fights genommen und sind einfach tot und raus. Und dafür werde ich sogar meine hässliche Kamera ausmachen. Ich würde sagen, genießt. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn wir noch mehr getötet hätten. Aber die Combo war schon sehr, sehr sweet. Zu viele Schilder bei den Gegnern, anyway. War ein cooles Game. Haben wir gewonnen. Easy peasy. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. So, da sind wir wieder. Wie lief der Tag heute? Ich war heute extrem sauer wegen einem einzigen Game. Zeige ich euch gleich. Ich habe den Tag gestartet mit der naiven Idee, eine Sivir zu spielen und Auto zu attacken. Vergiss es. You can't. Senna kann mit Rapid Fire und ihrer Range und dem Damage Output. Aber ihr braucht nicht probieren, als Sivir irgendwas zu autohitten. Und dann haben wir 5 Games gewonnen. Miss Fortune, Six, Seraphine und Ornn. Und ihr werdet euch fragen, Brücke, was ist da los? Was ist das für eine Scheiße? Und ich sage euch bei Gott, ihr habt recht. Es ist einfach weird. Aber ich habe, glaube ich, einen guten Read für die Meta. Und diese Games gewinne ich halt einfach, beziehungsweise ich habe Impact. Nachgeschaut, statistisch, in den letzten 60 Games habe ich eine 65% Winrate und ich bin in fast jedem Game useful. 5er KDA, Stats sind auf meiner Seite.
ich muss eine ganze Menge spammen, aber am Ende scheint es so, zumindest, als würde es sich bezahlt machen. Ich habe fairerweise auch erst seit, also fairerweise spiele ich auch erst seit 2 Wochen wieder League. Ne? Ich habe davor die ganze Weihnachtszeit über nicht gespielt und musste erst wieder reinkommen. Aber jetzt, glaube ich, habe ich einen ziemlich guten Read auf die, aufs Game. Und ja, es bleibt bei meiner Empfehlung, keine Outtake-ADCs. Stattdessen Armor-Pen. Yes, am besten wollen schon Armor-Pen. Und so Sachen wie Lucian Kalista, sehr OP, nur in Verbindung mit Spielern, mit denen du queued am besten. Kann ich jetzt nicht mehr in Master, aber da ist auf jeden Fall mehr drin, als was wir hier gezeigt haben. Abseits davon muss ich sagen, Assassins sind einfach OP, also straight. So Riven oder auch ein Zed sind lächerlich OP. Da brauchst du mit einem Shokrat nicht kommen, der auf AP gespielt wird. Aber Leute wollen noch Spaß haben. Wäre nur cool, wenn sie Spaß in anderen Games haben. Wie dumm die Aussage ist, aber es wäre cool, wenn sie Spaß in anderen Games haben. Ich wollte mit euch noch über Champs League reden. Ich habe 2 Seraphine-Games hier. Seraphine geht nur 1. Ich first picke. Und die Gegner, weil ich jetzt noch in der Elo bin, wo jetzt ja, ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, was man pickt, antworten mit Samira, Yasuo und Bart. Das sind wahrscheinlich die 3 besten Picks, die man picken kann gegen Seraphine. Die sind insane. Alle 3. Komplett insane. Warum ist das so? Der W von Samira und die Laning Phase super schwer zu handeln. Yasuo, krasses All-In, hypermobil und natürlich Windwall. Und beim Bard ist, glaube ich, brauche ich auch nicht erzählen, ist zum einen sehr, sehr OP, sehr, sehr stark und hat zum anderen die Möglichkeit zu catchen. Gerade immobile Charaktere und Seraphine hat ja nun mal keinen Dash, haben ein extrem großes Problem. Heißt, man kann einfach immer easy gepickt werden. Und in solchen Games ist es wichtig, das zu beherzigen, worüber ich gerade gesprochen habe. Einfach defensiv stehen, nicht zu viel traden und dafür belohnt werden. Sich dafür selbst belohnen. Same shit hier. Wir haben hier gepickt Seraphine, Sona, Riven, Nocturne, Kassadin. Und die Gegner haben mit Lee Sin, Sylas, Vayne, Jenna und Yone eine Comp, die ist auf einem Item ready, scalen aber darüber hinaus trotzdem noch sehr stark. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie man es nicht macht und warum wir trotzdem gewonnen haben. Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Ich werde das Gameplay jetzt einfach im Hintergrund weiterlaufen lassen und darüber reden, was die Win Condition ist für uns. Also, Win Con unseres Lineups ist tatsächlich leider Gottes, dass wir nur chillen und nicht fighten. Keine Trades, kein gar nichts. Auf keiner Lane. Warum ist es wichtig, dass wir keine Trades machen? Damit wir nicht low sind und damit der Jungler keinen Gank auf Botlane spielen kann. Ultra wichtig. Wenn der Enemy Jungler zu euch auf die Lane passt nach unten, dann wollt ihr nicht traden. Wenn euer Jungler nach unten passt, dann wollt ihr traden, okay? Das ist so ein Mindset-Ding. Abgesehen davon wollen wir nicht traden, weil wir Sona Seraphine sind. Das heißt, wir wollen traden ab. Ja, vielleicht ab dem ersten Item oder so, dann so Short-Trades nehmen, so ein bisschen poken, alles cool, wir haben Heals und Schilde. Aber hier Level 1 zum Beispiel, mit dem Mindset, dass wir nicht traden wollen, crazy. Also crazy bad vor allem. Diese HP, die wir jetzt den Gegnern wegnehmen, die bringt uns ja gar nichts, weil die haben den Early-Game-Jungler, nicht wir. Unser Nocturne will bis Level 6 scalen. Nocturne will farmen. Kassadin will farmen. Die Gegner haben die ganze Zeit Mitte Prior und die ganze Zeit den stärkeren Jungler. Unabhängig davon öffnen wir schon Möglichkeiten hier, wo wir outplayed werden können. Alles ganz, ganz terrible. Es ist wirklich, wirklich terrible. Ich bekomme am Ende First Blood und man könnte sagen, ja wieso, ihr gewinnt doch die Lane, aber es ist das falsche Mindset. Das Mindset ist wrong. Das ist ein bad Mindset und gefährdet ein Game, wo die Gegner kreativ werden müssen. Die Gegner müssen kreativ werden. Die Gegner müssen sich was überlegen, wie sie dich bespielen, wie sie dich punishen wollen. Aber stattdessen geht die ganze Aktion, die Aktionen gehen von uns aus. Auch das hier sieht erstmal nach einem winning Play aus. Aber warum gehen wir das Risiko hier ein? Als Scaling kommt, wisst ihr. Warum gehen wir als Scaling kommt das Risiko hier ein? Der Flash ist übrigens keiner Shit. Man muss hier theoretisch laufen und dann
bei Gott den Cube flashen. Dieser Flash über die Wall baut zwar ordentlich Distanz auf, aber den kann er einfach hinterher flashen. Ne? Das ist jetzt nicht so mobil. Anyway, das Mindset muss stimmen. Ihr müsst ins Game gehen und dann müsst ihr raffen, eure Comp im Kontext zur Gegner-Comp. Und wenn ihr Kassadin-Spieler seid, dann wisst ihr es. Und leider findet das Spiel ja auch im Prinzip statt, das schwächste Glied, ne? der schwächste Spieler macht euer Game schwieriger oder verliert sogar euer Spiel. Das kann man auch nicht verhindern. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt damit gesund umgehen. Das bedeutet einfach, some point, ich weiß es gar nicht genau, some point Sisona 02 und hat schon ordentlich Damage auf Botlane gekostet, aber ich bin quasi immer noch relevant in CS und jetzt müssen die Gegner nämlich kreativ werden und die Gegner müssen aggressiv spielen. Und deren Aggression, weil die Seraphine nicht kennen, die wussten nicht, dass ich das Wave clearen kann hier. Das ist denen nicht klar gewesen, dass ich das einfach mit einem Doppel-Q Wave clearen kann. Aber die merken, okay, wir müssen was tun, weil sonst werden wir outscaled. Und so kriegen wir halt diesen sehr, sehr coolen 2-für-2-Trade raus. Ich soll auf Spoilern. Aber wir kriegen einen 2-für-2-Trade mit Shuttern auf Lee Sin raus. AKA, wir sind winning. Und in die Situation müsst ihr eure Gegner bringen, wenn ihr Scaling seid. Andersrum müsst ihr eine Möglichkeit finden, wenn ihr jetzt auf der Gegenseite spielen würdet, müsst ihr eine Möglichkeit finden, die Gegner besser zu punishen. Zum Beispiel, wir sehen den Drake-Timer hier auf der Minimap. Wenn der Drake bald ab ist, dann sollte der Botlane-Dive eben nicht gespielt werden ohne Wave, sondern dann spielt man lieber für einen Drake. Dann sollte man vielleicht auch die Aggressionen nicht auf Botlane werfen, sondern vielleicht lieber in die Mitte, in den Kassel rein oder so. Entweder oder. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber quasi ihr müsst, was ich von euch möchte, ist, dass ihr eure Win Condition rafft und dann euer Mindset dementsprechend einstellt. Und ich weiß, dass es ultra schwer ist, sich so zu hinterfragen, aber das ist quasi der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem unerfahrenen Spieler. Sich darüber Gedanken zu machen. Ich könnte es ausholen. Ganz viel ist auch mechanischer Stuff, for sure. Mechanics lernen, Mechanics üben, ist auch definitiv ein Thema, viel spielen. Aber das ist quasi der Next Step. Darüber nachdenken, was ist die Konsequenz aus meiner Handlung? Und das Ganze hinterfragen. Also im Best Case, nicht nur in-game. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und stellt mir gerne Fragen wieder unten in die Kommentare. Diesmal habe ich ohne Frage gearbeitet. Aber ja, ich versuche immer so ein bisschen was euch zu geben, wovon ihr vielleicht was mitnehmen könnt oder raus, vielleicht was mitnehmen könnt. Heute war tatsächlich krass bei mir so, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, Champ Select-wise, haben sich eigentlich fast immer bezahlt gemacht, beziehungsweise hatten immer einen ziemlich großen Einfluss aufs Match. Positiv, wie bei Ornn, da hatte ich eine Senna übrigens auf Lane, oder bei Seraphine jetzt hier. Und negativ, bei Sevier, wo ich das Game nicht alleine verloren habe, weil so wichtig nimmt sich jetzt ein ADC auch nicht, aber wo ich, glaube ich, das Game für mein Team nicht angenehmer gestaltet habe, als ich es hätte tun können. Ne? Super. Ja, lasst ein Abo da, ist euch einfach doppelt. Und wir sehen uns bis morgen. Tschüss.